Ich habe es nicht so geschafft wie du, Ryuk. Willst du das Death Note zurück? Ich nehme es, aber du hast besser noch etwas für mich. Ja, schon gut, dass du so auf das Zeug stehst. Yummy, Äpfel sind so lecker. Ich brauche noch mehr davon. Ich könnte dieses Notizbuch benutzen, um einen Menschen dazu zu bringen, mich wieder mit Äpfeln zu füttern. Ich brauche einen wirklich fähigen wie Light Yagami, wenn ich so lange wie möglich gut essen will. Und nebenbei wird es auch unterhaltsamer. Es ist 2 Jahre her, Ryuk. Ich bin zurückgekommen, wie besprochen. Ein Shinigami hält, was er verspricht. Natürlich hast du. Ich würde sonst nicht mit dir arbeiten. Exakt, Kleiner. Minoru Tanaka erzielt erneut die Bestnote. Wirklich beeindruckend. Schon das 3. Jahr in Folge, oder? Er könnte zum klügsten Mittelschüler in ganz Japan werden. Aber was ist das? Fehlt ihm da die nötige Motivation? Das einzige Fach, wo er sich wohl nicht anstrengt. Englisch-Test 20 Punkte. Ich bin so dumm. Ich wünschte, ich könnte meinen Kopf an der Ecke eines Tofu-Blocks erschlagen und sterben. Aua! Scheiße, was war das? Das ist jetzt deins. Hä? Ich hab gehört, du bist ein cleveres Büschchen. Seltsam. Die Lehrer in deiner Schule haben so mit dir geprallt, dass du seit 3 Jahren die besten Tests schreibst. Du seist der klügste Mittelschüler in ganz Japan. Hä? Was redest du da? Seit 3 Jahren schreibe ich die besten Tests? Ich glaube, du redest von den Intelligenztests. Was? Das sind Tests, wo sie dein Potenzial oder so analysieren, aber sie sagen uns nicht die Ergebnisse. Oh Mann, wie ich diese Schule hasse. Auch wenn ich bei diesem Test gute Ergebnisse erzielt habe. Ich kann die nur so gut, weil ich mir ständig diese TV-Shows reinziehe, über IQ-Diagnostik. Diese, wie alt ist ihr Gehirn wirklich und sowas. Und nicht zu vergessen die ganzen IQ-Test-Apps auf meinem Handy, die ich ständig spiele. Die Leute, die wirklich klug sind, lösen Probleme, die die Zukunft betreffen. Jeder Lehrer, der sagt, dass eine hohe Punktzahl bei einem IQ-Test super klug ist, der ist wirklich ein Idiot. Also, bist du gar nicht so clever? Ich bin nur ein furchtbarer Schüler. Aber so blöd, mich selbst als Idiot zu bezeichnen, bin ich nun auch nicht. Ich bin halt ziemlich gut in Quizzen und bei kniffligen Rätseln, denke ich. Nicht so nah. Vielleicht ist genau jemand wie du dafür geeignet. Geeignet wofür? Und überhaupt, was bist du für ein Freak? Ist schon wieder Halloween oder was? Oder vielmehr, was bist du? Ich hab keine Lust mehr rumzustehen. Los jetzt, wir gehen zu dir nach Hause. Zu mir keine Chance. Ich kann nicht aufstehen. Meine Beine sind wie Blei. Keine Panik, Kleiner. Niemand kann mich sehen, außer dir. Aber es ist so bequem hier. Ich mein's ernst. Hoch mit dir! Bei mir ist voll der Saustall. Die reinste Messi-Bude, da willst du nicht rein. Was? Das war Kiras? Hey, du Schreihals! Niemand kann mich sehen oder hören, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Aber dich hört man sehr wohl. Wow! Du meinst echt Kira? Den Kira?
der Kriege und die Kriminalität drastisch reduziert hat auf der Welt? Dafür, dass du so jung bist, weißt du aber eine Menge über ihn. Alter, jeder kennt ihn. In meiner Grundschulzeit hatten wir das im Ethikunterricht. Und auch jetzt auf meiner Schule nehmen wir das in Geschichte durch. Oh, wirklich? Dann steht er schon in Geschichtsbüchern als ganz großen, was? Hä? Nein, das siehst du falsch. In Ethik haben wir beigebracht bekommen, dass Kira böse war. Und in Geschichte steht er als größter Massenmörder und Terrorist in der Geschichte der jüngsten Zeit. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, Kira sei ein Gott. Ah, schon wieder die Leier mit Gott. Aber wie macht dich ein solches Notizbuch zu einem Gott? Check ich irgendwie nicht. Die Anleitung steht auf Seite 1. Lies es und du wirst es verstehen. Warum steht da alles auf Englisch? Ich kann das nicht lesen. Übersetz mal. Im Ernst jetzt? Ich kann das alles nicht glauben. Aber ich denke, das erklärt, wie er es getan hat. Die Polizei und Elle haben versucht, Kira zu verhaften, oder? Ja, es war sehr unterhaltsam. Ryuk heißt du, richtig? Kannst du mir noch mehr über Kira erzählen und was er getan hat? Erstmal einen Apfel, dann erzähle ich dir gern mehr. Meine Mom macht eine Äpfeldiät. Dadurch sind Äpfel immer vorrätig da. So ganz persönliche Sachen kann ich dir nicht sagen, aber ansonsten sage ich dir alles, an das ich mich erinnere. Das kann nicht dein Ernst sein. Krasse Sache! Also hat Kira die Regeln des Death Notes immer so benutzt, dass es ihm einen Vorteil verschaffte. Muss wirklich unglaublich klug gewesen sein. Oh ja, intelligent war er. Er hatte immer die besten Schulnoten von ganz Japan. Wenn man jetzt dasselbe versuchen würde zu tun, ist man schneller gefasst, als man Äpfel sagen kann. Hä? Wieso? Es ist doch 10 Jahre her. Jetzt ist alles anders. Die Welt hat sich verändert. An jeder Straßenecke und in jedem Waggon befinden sich jetzt Überwachungskameras. Autos und Busse haben Dashcams. Die kann sich heutzutage jeder leisten. Okay, dann kannst du wohl nicht so die Leute killen, wie es Leid getan hat. Wie diese FBI-Agenten. Das FBI hat ganz andere Sachen drauf. Dort ist die Untersuchung von Cyberverbrechen jetzt viel ausgefeilter. Wenn ein Kira also versucht, seine Nachricht online zu verbreiten, wird er sofort aufgespürt. Und die Polizei überwacht alle Handyanrufe. So supergeheime Nachrichten im Netz, die keiner knacken kann, sind doch nur im Film und Fernsehen, um die Dinge dramatischer zu machen. Aber ich bin mir sicher, Kira hätte einen Weg gefunden. Einen Weg, der immer noch funktionieren würde. Und du kannst es auch, Minoru. Hä? Dieser Shinigami will, dass ich dieselben Dinge wie Kira tue? Der spinnt doch, als würde ich so ein Notizbuch benutzen, nicht in 100 Jahren. Wenn ich jemanden das Notizbuch in die Hand drücke oder es an Ryuk zurückgebe, verliere ich den Besitz und meine Erinnerung daran. Ich werde alles vergessen. Kira hat es Ryuk aber wohl schon einmal zurückgegeben, so wie ich es verstanden habe. Ein Notizbuch einzig und allein dazu geschaffen, Menschen zu töten. Soll ich ihm antworten? Was soll ich sagen? Du hast stundenlang nichts gesagt. Was denn jetzt? Was? Sorry, ich bin immer so. Ich denke immer Stunden um Stunden nach, ohne an die Zeit zu denken, bis ich eine Antwort habe. Oho, da merkt man den Quizkönig. Ich habe 2 Fragen an dich, Ryuk. Okay, schieß los. Erstens, gibt es noch andere wie ich, die dich sehen können? Ja. Als ich das Death Note in der Vergangenheit in die menschliche Welt gebracht habe, haben einige Leute das Buch berührt. Die werden mich wohl sehen können. Bist du sicher? Für Leute, die ihren Besitz dran verlieren oder abgeben, bin ich nicht mehr sichtbar. Aber diejenigen, die nur das Buch berührt haben, sollten mich immer noch sehen können. Okay, 2. Frage.
Der menschliche Besitzer muss von einem Shinigami besessen sein. Kannst du dich auch von mir entfernen? Und wenn, wie weit? Das ist eine knifflige Frage, die du stellst. Da gibt es eigentlich keine Regel. Es sollte mir eigentlich keine Probleme bereiten. Nur, wie weit? Oh, warte! Bis in die Shinigami-Welt kann ich auf jeden Fall weg von dir. Und wie weit ist die Shinigami-Welt von der menschlichen? Wie weit die... Sag mir eine Zahl. Jetzt muss ich auch noch rechnen? Also, nach menschlichen Ermessen wären das 14 Kilometer? Ja, das ist nah genug, um einen Menschen zu erkennen und zu wissen, wer er ist. Hat sich noch nie einer Gedanken rumgemacht, deshalb stand es auch nicht drin. Hab es jetzt mal hinzugefügt. Okay, ich hab mich entschieden. Ich geb dir das Death Note zurück, aber komm in 2 Jahren wieder zu mir. In 2 Jahren will ich das Notizbuch wiederhaben. Bring es mir und du bekommst so viele Äpfel, wie du willst. Hä? Ich soll 2 Jahre auf Äpfelentzug sein? Blöde Idee. Wenn du das nicht kannst, dann musst du wohl jemand anderen suchen. Deine Wahl. Kein Bock drauf. Na gut, ich warte. Ich gebe dann meine Besitzrechte an das Notizbuch wieder an dich zurück, Ryuk. Sehr gut, es hat funktioniert. Schön, dass sich hier einer freut. Ich habe mich auch gefreut auf 2 Jahre ohne Äpfel. Chill mal, jetzt kann ich erst meinen Plan in die Tat umsetzen, den ich mir vor 2 Jahren ausgedacht habe. Plan? Ja, ich habe vor, das gute Death Note zu verkaufen. Verkaufen? Ich werde es online versteigern. Oh, das hört sich lustig an. Aber hast du vor 2 Jahren nicht selbst gesagt, dass die Bullen alles und jeden überwachen? Ich werde das Netz nicht benutzen. Was meinst, warum ich dich gefragt habe, wie weit du dich von mir entfernen kannst? Hä? Du sagtest, 14 Kilometer sind es. Sakura TV ist 2 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Du wirst für mich dorthin gehen. Hä? Dort verwendest du Stift und Papier. Es werden schon welche rumliegen. Dann schreibst du was auf Englisch. Nein, warte, dann kann ich es nicht lesen. Japanisch also. Okay, und was soll ich schreiben? Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei NewsX mit den heutigen Themen. Die Macht, Menschen aus der Ferne zu töten, wie sie von Kira genutzt wurde, wird versteigert. Wenn Sie es kaufen möchten, verwenden Sie den Hashtag Power4Kira auf Twitter und geben Sie Ihren Gebotsbetrag in US-Dollar an. Was zum... Die Macht von Kira ersteigern? Was soll das sein? Ist das ein Scherz von denen? Kira? Etwa der Kira? Sakura TV ist wohl wieder mal der Spielball von jemandem. Hey, wie kommt der Zettel dahin? Wir entschuldigen uns für die Störung. Ich nehme es weg. Bist du verrückt? Nicht anfassen. Schau's dir es an. Also das Papier scheint einfach so zu schweben, ohne irgendwo dran gemacht worden zu sein. Dieses Schreiben bezieht sich wohl auf die Kraft, Menschen aus der Ferne zu töten, wie einst der Serienmörder Kira es tat. Wir versichern Ihnen, Sakura TV hat damit nichts zu tun. Wir werden es aber weitersenden und übernehmen dafür die Verantwortung. Der Beauty Commissioner! Der Shinigami Ryuk ist im Fernsehen zu sehen und versucht, das Death Note zu verkaufen. Ich sehe es. Und du meinst wohl, jemand verkauft es, der das Notizbuch von Ryuk bekommen hat? Ja, so meinte ich es. Ich hoffe, das ist nur ein Witz. Okay, 30 Sekunden festhalten und dann abzischen. Ist das ernst gemeint, was sie gestern im Fernsehen gezeigt haben? Das mit Kiras Kraft? Ach was, das ist doch nur ein armer Versuch der Idioten von Sakura TV, mehr Leute vor die Glotze zu bekommen. Wow, schau mal!
Ist noch kein Tag alt, das Ganze, und schon bieten die im Netz bereits 3 Millionen Dollar. Das ist mehr als 300 Millionen Yen. Die Leute denken echt, das ist ernst gemeint? Alter, wie verrückt! Naja, wenn das echt Kiras Kraft ist, sind Millionen echt ein Schnäppchen. Denk mal nach, alle tanzen dann nach deiner Pfeife. Es kursieren neue Meldungen rund um Kira. Sogar wieder aus Japan in diesem Moment. Hä? Was ist das? Das ist nur eine Replik von einem Shinigami. Nichts weiter. Ich versuche, ein Gesichtserkennungssystem für Shinigami zu schaffen. Aber irgendwie haben die wohl eine Art Schutz vor Erkennungssystemen. Einen sehr hohen Schutz. Ich dachte, nur Leute, die das Notizbuch berührt haben, können Shinigami sehen. Ich sagte ja, dieser Schutz, den man wohl nur mit dem Berühren umgehen kann, ist sehr hoch. Anderes Thema erstmal. Nennen wir diesen Verkäufer erstmal Kira A. Also stimmen die Gerüchte? Ja, ich konnte den Shinigami sehen, wie er das Papier hochhielt. Es fängt tatsächlich wieder an. Wer hätte das gedacht? Er benutzt das Netz nicht, sondern schickt den Shinigami zum Überbringen der Nachricht. Danach verbreitet es sich von allein im Internet. Sehr vorsichtig, dieser Kira A. Wenn wir den Shinigami verfolgen, wird er uns zu Kira A führen. Wir müssen zusehen, dass wir Fotos von Kira A und der Übergabe des tötenden Notizbuches bekommen. Das Filmmaterial aller Kameras in Japan wird auch benötigt. Die lassen wir aber nicht von irgendwelchen überprüfen, sondern von den Leuten, die ebenfalls Shinigami sehen können. Die Kameras in Japan? Also denken Sie, Kira A ist in Japan? Aufgrund des vergangenen Kira-Vorfalls können wir vermuten, dass ein Shinigami nicht weit vom Besitzer des Notebooks entfernt sein kann. Ja, ich denke, wir können davon ausgehen, fürs Erste. Ich werde sofort ein Ticket nach Japan arrangieren. Wir müssen diesen Kerl festnehmen. Festnehmen? Angenommen, wir finden sogar Kira A. Wie stellen wir es an, ihn mit dieser unmoralischen Auktion in Zusammenhang zu bringen? In der Vergangenheit nannte ich das Notizbuch die schlimmste Mordwaffe in der Geschichte der Menschheit. Aber mit Massenmordwaffen wird jeden Tag auf der ganzen Welt gehandelt. Ist es nicht so, dass es ein Verbrechen ist, mit dem Notizbuch zu töten, aber keines ist, es zu verkaufen? Nirgendwo auf der Welt käme man ins Gefängnis für das Verkaufen eines Notizbuchs. Aber dieses Buch ist doch kein gewöhnliches. Statt blindlings nach Japan zu stürzen, würde ich sagen, dass wir lieber abwarten sollten. Schauen wir, wer am Ende der Aktion das Notizbuch ersteigert und beschlagnahmen es von ihm. Sie haben sich wohl viele Gedanken gemacht und dennoch wollen Sie nur abwarten. Wieso dann das Interesse? Kira A ist anscheinend extrem clever. Er interessiert mich einfach. Ich würde ihn auch gerne persönlich treffen. Wenn Sie helfen möchten, setzen Sie sich bitte mit Herrn Aizawa aus Japan in Verbindung, um das gestrige Bildmaterial der inneren Überwachungskamera von Sakura TV zu erhalten. Das werde ich. Vielen Dank. Schön von Ihnen wieder mal was zu hören seit der Sache von damals, Mr. Rester. Wir haben gerade das Kameramaterial von Sakura TV und der Umgebung überprüft. Können Sie sehen, was dieser Shinigami gemacht hat? Nachdem Ryuk das Blatt Papier mit der Nachricht weggeworfen hatte, ging er durch den Boden des Studios im zweiten Stock, dann durch den ersten Stock, dann durch die Tiefgarage. Was ist, Rester? Der Shinigami schwebte durch die Tiefgarage hindurch nach unten. Danach sieht man ihn auf keiner Überwachungskamera mehr. Dann ist es wohl sinnlos, die Aufnahmen zu überprüfen. Selbst wenn ich ein Shinigami-Erkennungssystem herstellen könnte, wäre es ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn der Shinigami zwischen dem Fernsehsender und Kira A U-Bahn fährt, können wir nichts dagegen tun. Dahin kann ihn niemand verfolgen, außer vielleicht Superman.
Wenn der Shinigami außerhalb des Studios erscheinen wird, wird es wohl der Moment sein, wenn das Mördernotizbuch übergeben wird. Ich wette sogar, dass sich Kira A. selbst die Erinnerung hat nehmen lassen, damit er von alledem nichts weiß. Es ist ein sehr gut durchdachter Plan. Also Sie denken, wir haben keine Chance, ihn zu schnappen? Wenn wir ihn fangen wollen und auch beweisen, dass er wirklich Kira A. ist, geht es nur im Moment der Übergabe. Einfacher wäre es natürlich, wenn wir warten und schauen, wer es gekauft hat, um über den Käufer zu kommen. Aber es würde sich für mich wie eine Niederlage anfühlen. Doch mein Gefühl sagt mir, dass wir gar nicht dazu kommen werden. Durch den Shinigami hat Kira A. den Vorsprung, den wir nicht einholen können. Es wird nicht möglich sein, ihn vorher zu schnappen. Letztendlich müssen wir nur herausfinden, wer das Notizbuch gewinnt. Lehnen wir uns zurück und schauen zu. Scheint, als ob es gut läuft. Nervös, Kleiner. Ich versuche, mich davon nicht verrückt machen zu lassen. Obwohl es bereits auf fast 10 Milliarden Yen steht. Wann endet das Bieten überhaupt? Und werde ich aufhören, Äpfel zu bekommen, wenn's vorbei ist? Ich habe mich noch nicht für eine Frist entschieden. Und ich kann dir doch auch ein bisschen Äpfel geben, nachdem ich das Geld bekommen habe. Nur ein bisschen? Hört sich scheiße an. Eine Woche, dann endet die Auktion. Der Kraft Kiras. Wir behalten uns vor, die Auktion auch eher enden zu lassen. Wir werden Sie informieren, wenn dies geschieht. Diese Transaktion ist endgültig. Kein Rückgaberecht. Immer schön draufhalten auf den Wisch. Ich will, dass es nonstop ausgestrahlt wird. Es ist wieder anscheinend mit demselben Stift und selben Papier geschrieben worden. Wieder 30 Sekunden festhalten, das Teil. Und auch ist es wohl dieselbe Handschrift. Hey, halt! Das ist eine Live-Aufnahme! Hey, warum laufen Sie da rein? Das ist live, Mann! Polizei! Hören Sie auf zu senden! Keiner darf sich an dieser Auktion beteiligen und sich die Kraft aneignen! Hey, der dümmste von den Bullen. Langes her. Matsuda, Sie Trottel! Wir wollten den Shinigami nach der Sendung verfolgen, Sie Depp! Hey, bist du nicht der Typ von vor ein paar Jahren, der in unserer Show auftrat und behauptete zu wissen, wer Kira ist? Tut jetzt nicht zur Sache! Es geht darum, dass die Kraft Kiras nicht verkauft wird! Matsuda hängt sich mal wieder richtig rein. Großartig! Jetzt ist die Auktion noch interessanter für die Leute geworden. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Es ist wahr, so glauben Sie doch! Das, was über das Buch gesagt wird, stimmt alles. Die Kraft Kiras existiert. Matsuda benimmt sich wie im Kindergarten. Selbst wenn es wahr ist, gibt es absolut keine Möglichkeit, dass die japanische Regierung so etwas kaufen kann. Und jetzt genug mit dem Unsinn. Matsuda, Sie erledigen vorerst Ihre Arbeit vom Schreibtisch aus. Haben wir uns verstanden? Und wehe, ich sehe Sie noch einmal bei Sakura TV. Wow, seit dieser Polizist im Fernsehen gestern war, stieg das Gebot auf 200 Millionen Dollar. Das sind 20 Trillionen Yen. Keiner hat so viel Geld bei sich zu Hause. Selbst der reichste Mann der Welt hat nur 130 Milliarden, glaube ich. Was bedeutet? Es ist ein Konzern oder in diesem Fall wahrscheinlich eine Nation. Einige Regierungen haben ein Proxy-Angebot gemacht. Wenn sie die Auktion gewinnen, werden sie zu einer international dominierenden Macht. Ich würde sagen, das ist 100 Billionen Yen wert. Wow, das ist wohl kein Scherz mehr. Wow, jetzt sind es 280 Billionen! Der Bieter sieht chinesisch aus! Jetzt sind es 300 Billionen Dollar! Ernsthaft? Das wird jetzt ein Wettstreit zwischen den beiden Bietern. Verdammt, können die anderen, die nicht mitbieten, mal aufhören, alles mit Tweets zuzukleistern? Mist, das könnte zum Problem werden. Ich muss was unternehmen gegen diese Tweets. Machen Sie sich keine Sorgen wegen Twitter, dass Ihr Gebot verschwindet. Stellen Sie Ihre Regierungsvertreter in die Medien, um offiziell bekannt zu geben, wie viel Sie für den Kauf bezahlen werden. Oho, jetzt wird es interessant.
Mr. President? Damals, 2005, kam zum Präsidenten ein Junge, der sich N nannte, und der Direktor des FBI und klärten ihn über das Death Note auf. Seitdem wird das Geheimnis jedem weiteren Präsidenten übergeben, dass es das Death Note wirklich gibt. Es ist nicht möglich. Wir können es keiner anderen Nation überlassen. Die Vereinigten Staaten von Amerika bieten für die Kraft Kiras 500 Billionen Dollar. Die Republik China hat das Gebot der USA bereits mit einem Gegenangebot überboten. Sie bieten 1 Trillion Dollar für die Kraft Kiras. Sie versprechen außerdem, es für friedliche Zwecke zu nutzen. 1 Trillion? Wie viel ist das in Yen? Wenn 100 Yen ein Dollar ist, dann sind es 1 Trillion Yen. Oh mein Gott! Warten Sie! Wir bieten 2 Trillionen Dollar und versprechen, dass es niemals verwendet wird. Für den Weltfrieden. Das ist das Infoblatt wieder. Die Führer der Nation, die bieten, sollen sich nur ums Bieten kümmern. Keine dummen Versprechungen mehr. Das steht hier nicht zur Diskussion. Tch, wer recht hat. Herr Premierminister, ist es möglich, ein Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Welt abzuhalten, um sicherzustellen, dass kein Land es kauft? Machen wir uns keine Illusion. Auch wenn sich die Staaten treffen und Verträge aushandeln, dass das Buch nicht gekauft wird, einer wird es doch tun, das ist gewiss. Boah, die haben jetzt 1 Trillion Yen angeboten! 1 Trillion Yen entspricht Japans Staatsverschuldung, oder? Vielleicht könnten wir Kira dazu bringen, das Ganze zu bezahlen, wenn er den Zaster bekommt. Doch selbst dann würde die japanische Regierung das Geld wohl eher dem Käufer zurückgeben. Besonders, wenn es die Amerikaner sind. Oh ja, die Beziehungen von Japan und den USA wären dann sehr kritisch. Besonders, wenn sie Kiras Kraft bekämen. Außerdem ist Japan zwar die am höchsten verschuldete Nation der Welt, verfügt allerdings auch über die meisten Vermögenswerte. Hä? Was heißt das? Google es selbst, Dumpfbacke. Nun, wenn der Verkäufer Japaner ist und Steuern auf sein Einkommen zahlt, würde das allein der Wirtschaft so richtig zugutekommen. Guter Punkt! Kaufen ist ja da nicht mehr nötig! Ich werde morgen früh die Auktion beenden, Ryuk. Oh, okay. Sobald das Geld bei mir eingegangen ist, löse ich meine Besitzrechte an dem Notizbuch. Du musst es dann nur noch dem Käufer bringen. Ja, ich weiß. Ich hatte gehofft, noch ein paar Äpfel bei dir zu kriegen, aber ich bin auch echt neugierig, wie es jetzt weitergeht. Aber erwartet Kira tatsächlich 1 Billiarde Yen zu erhalten? Es ist unmöglich, diese Unsumme in Bar zu bekommen. Es muss eine Online-Transaktion sein. Online-Banking auf ein individuelles Bankkonto? Würde das Kira nicht identifizieren? Ja, würde es. Das ist ja das Seltsame. Selbst wenn er ein anonymes Konto zum Zahlen verwendet, würde es virtuelle Spuren hinterlassen. Nun, Kira, wie willst du an dieses Geld kommen? Es wird einen sorgfältigen Plan geben, damit die Überweisung klappt. Da bin ich mir sicher. Ich weiß, dass das Notizbuch die Handlungen einer Person 23 Tage lang manipulieren kann, aber ich denke, das wird er nicht tun, um an das Geld zu kommen. Wenn es um Geld ging, gab es keine Notwendigkeit, solch eine Auktion abzuhalten. Es gibt 1 Million Möglichkeiten, viel einfacher an Geld zu gelangen. Mit so einem Buch ist doch vieles möglich. Benutzt er das Buch etwa nicht, weil er niemanden töten will? Angenommen, Kira A. will keinen Mord begehen. Wieso kam er dann in den Besitz dieses Todesnotizbuches? Denken wir nochmal weiter. Vielleicht will er das Buch auch gar nicht haben, sondern will es sogar loswerden. Aber nicht ohne was abzusahnen, sprich,
Eine sehr sorgfältig geplante Aktion. All diese Punkte könnten stimmen. Und wenn man bedenkt, wie vorsichtig alles vonstatten geht. Er meinte es ernst. Er wird das Geld überweisen, auf sicherem Weg. Es wird einen sorgfältigen Plan geben, damit die Überweisung klappt. Da bin ich mir sicher. Harmonia Justin, warum bist du hier, du alte Blink-Blink-Kugel? Der Shinigami-König verlangt deine Anwesenheit. Du sollst zurückkehren, sobald du die Seite dieses Menschen verlassen hast. Weshalb? Was fragst du mich? Ich bin nur der Dienstbote. Kiras Kraft wurde an die Vereinigten Staaten von Amerika für eine Quadriade US-Dollar verkauft. Die Methode zur Überweisung dieses Betrags wird in 24 Stunden bekannt gegeben. An die Amerikaner? Ja, leider. Tja, die Amis bekommen den Zuschlag. Und wir können nur zuschauen und nichts tun. Der Typ, der es verkauft, ist wohl wirklich Japaner. Japan würde Amerika den Chinesen immer vorziehen. Wenn wir diesen Plan jetzt vereiteln wollen, dann müssen wir von unserer eigenen Regierung das Notizbuch beschlagnahmen. Verzwickte Lage. Wenn sie das tun, sind sie auf sich allein gestellt. Allein? Warum sagen sie das? Weil ich jetzt in Amerika lebe. Will keinen Ärger. Sehr mannhaft. Sie sind definitiv schon zu lange, El. Der alte El hätte das auch gesagt. Da jetzt die ganze Welt davon weiß, wird es wohl nicht mehr so einfach sein, es zu benutzen. Außerdem ist derzeit nicht die dringendere Frage, wie Kira A. die Transaktion handhaben wird. Stimmt, da haben Sie recht. Dies könnte unsere letzte Chance sein, das Notizbuch zu bekommen und Kira A. festzunehmen. Verstehen Sie, was es bedeutet, dass das Geld erst morgen übergeben wird? In 24 Stunden, das wäre am Freitag, dem 24. Mai, 18 Uhr japanischer Zeit. Können Sie mir folgen? Ach, die Banken. Sie schließen am Freitag um 3 und öffnen am Wochenende nicht. Erst die Übergabe und dann erst in 3 Tagen der Eingang des Geldes. Es ist 1 Billiarde Yen. Das lebenslange Ertragspotenzial des durchschnittlichen Japaners beträgt bestenfalls 300 Millionen. Wenn er das tut, was ich denke. Wenn Kira A. das von Anfang an geplant hat, ist er tatsächlich phänomenal schlau. Das Geld aus dem Gewinnergebot sollte bis zum 27. Mai dieses Jahres in gleicher Höhe an jede Person mit einem Sparkonto der Yotsuba Bank auf Japan und registrierten Wohnsitz in Tokio im Alter von 60 Jahren und darunter ab dem 24. Mai 2019 eingezahlt werden. Es wird aufgeteilt? Warum nur bis 60 und drunter? Wie viele tausend Leute wohl ein Konto da haben? Selbst wenn es nur 1 Million Menschen wären, bedeutet die Aufteilung 1 Billiarde Yen. Eine Million Yen pro Person? Minoru! Hast du nicht ein Sparkonto bei der Yotsuba Bank? Ja, wieso? Ach du meine Güte, das ist unfassbar, aber wahr! Wir sind reich, mein Junge! Reich! Huldigt Kira! Er ist wahrlich ein Gott! Lang lebe Kira! Macht auf! Lasst mich ein Konto eröffnen! Gebt uns unsere 1 Million Yen! Ich bin unter 60! Also bin ich berechtigt für dieses Geld! Mach die Türen auf! Das Detail 60 und jünger ist faszinierend. Natürlich ging ich bereits davon aus, dass Kira A. ein junger Mensch ist. Die Begrenzung des Alters erhöht den möglichen Kira-Anteil, schränkt aber auch gleichzeitig die möglichen Ziele ein, durch die Begrenzung auf die Yotsuba Bank.
Trotzdem sprechen wir von Hunderttausenden von Menschen mit diesen Konten. Und wenn das Notizbuch übergeben wurde und dann die 3 Tage vergangen sind, wird sich selbst Kira A. nicht daran erinnern, jemals Kira A. gewesen zu sein. Wie soll man so jemanden finden? Ach, wie raffiniert. Zum ersten Mal, seit ich L bin, muss ich mich geschlagen geben. Aus Amerika ist eine Zahlung von 10 Billionen Dollar an die Yotsuba Bank geleistet worden. Nun stürmen Kunden die Bankfilialen. Na, mein Geld ist da. Preiset Kira, dem Gott von Japan! Um Chaos zu vermeiden, verzichtet die Yotsuba Bank derzeit auf ihren üblichen Schalterservice. Macht auf! Lasst mich an mein Konto! Ah, schiebt nicht so! Bestandskunden haben Vorrang! Die Bank kündigte an, dass Kunden ihren Sparbetrag vor dem 24. nur bis zu insgesamt 100.000 Yen pro Tag abheben können. Mehr Informationen finden Sie auf der offiziellen Yotsuba-Website. Ich werde also einen Monat lang nicht darauf zurückgreifen können. Jetzt kommt dein Einsatz, Ryuk. Du bringst das Notizbuch zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Geh klar, Kleiner. Und das war's jetzt? Yep, wir sind fertig miteinander. Einer als bald ausrangierter Besitzer von diesem Ding hoffe ich mal, dass ich es nie wieder zu Gesicht bekommen werde. Werde das alles vergessen und ein glückliches Leben führen. Ich will mit diesem gefährlichen Notizbuch nie wieder etwas zu tun haben. Mann, du verletzt gerade meine Gefühle, Kleiner. Aber du hast es geschafft, das Death Note zu verwenden, ohne auch nur einmal darin zu schreiben. Das war eine spaßige Zeit, Minoru. Ich trete meine Rechte am Buch ab. Die Firma dankt. Bevor ich's vergesse, der Shinigami-König höchstpersönlich hat mich zusammengeschrieben, bevor ich hierher kam. Meinte, ob ich einen Knall hätte, das Death Note verkaufen zu lassen. Oh. Tja, und da hat er mal ebenso eine neue Regel verfasst. Ein Mensch, der das Death Note in der Menschenwelt kauft oder verkauft, wird sterben. Der Verkäufer stirbt, wenn er das Geld erhält. Und der Käufer stirbt, wenn er das Death Note bekommt. Was? Das ist doch... Ja, ich weiß. Ist ganz neu, die Regel. Also hast du das Geld bezahlt, nur um zu sterben. Irgendwie lustig. Du kannst es auch lassen und nicht annehmen. Dann ist es so, als hättest du es nie gekauft, Dicker. Wirklich? Aber deine Kohle ist trotzdem futsch. Wenn du das Notizbuch nimmst, wirst du sterben. Aber es wird hier bleiben. Wenn die dann einen neuen Präsidenten bei euch im Land wählen, wird er groß und mächtig sein. Genauso wie dein Land. Ist doch auch was wert, oder? So, wie ist jetzt der Plan? Oh. Ich nehme das Buch nicht an. Na ja, klar. Deine Haut ist dir wohl wichtiger als dein Land. Aber ich werde trotzdem verkünden, dass ich die Macht von Kira erlangt habe. Hä? Ich verkünde, dass ich es habe, aber nicht nutzen werde, zum Wohle der Menschheit. Ganz schön clever, Mr. President. Was mache ich jetzt? Ach ja, Minoru weiß ja noch gar nicht von der neuen Regel. Yep, wir sind fertig miteinander. Ich will mit diesem gefährlichen Notizbuch nie wieder etwas zu tun haben. Tja, ganz wie du wünschst. Japans Wirtschaft boomte, vor allem rund um die Hauptstadt. Sie nannten es die Reva-Blase oder die Kira-Blase. Ich habe eine Wohnung gekauft. Ein Haus und 4 Autos. In Cash. Ein Toast auf Kira, den Gottgleichen. Cheers! Cheers!
Bist du in Ordnung? Oh Gott, rufen Sie einen Krankenwagen! Macht Platz, ihr Gaffer! Der Krankenwagen kommt! Geht zur Seite! Echt eine Schande. Der Plan war eigentlich perfekt. Aber scheint wohl egal zu sein, wie clever sie sind. Am Ende hat der Mensch wohl das Nachsehen, sobald er das Death Note beruhigt. Gibt es niemanden, der das Ding noch ein bisschen länger benutzen kann? Hab Hunger.